Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein ganz herzliches Willkommen hier bei den Farmworkers im Grünfelderland in Legend of Farmers. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir wieder ein bisschen zusammen farmen können. So, wir sind schon in Action, denn wir müssen wieder abfahren. Es hilft nichts. Wir müssen einfach ein bisschen abfahren. Und ich versuche mal, dass ich hier nicht ganz so sehr das Gras niederfahre. So, mein Drescher steht nämlich hier schon bereit. Da fahren wir hier mal zwischen rein. So. Sehr schön. Ich werde heute auf alle Fälle die Felder noch abernten. Das müssen wir irgendwie schaffen. Sonst wird's Rotz. Ja. Davon gehe ich aber auch aus, dass wir das schaffen. Mir ist ja egal, was jetzt hier Polizei und sonst was irgendwie macht. Wir müssen heute hier was tun. Sonst können wir irgendwann nicht mehr unsere Rechnungen bezahlen. So ist das. Ja, und die Leute wollen ja natürlich auch ihre Lieferungen haben. Wenn ich heute hier das nicht schaffe, dann kann ich die Diesellieferungen nicht mehr ausliefern und dann war's das. Ja, so sieht's aus. Gut, sehr schön. So ein bisschen laggy ist es leider. Ja, Mods hin und her laden, so ist es halt. Kann man halt nicht ändern, ne? So ist das, so ist das, so ist das, so ist das, so ist das. Gut, dann dreschen wir hier mal weiter. Aber ich glaube, wir haben auch die sind ja noch. Das Feld ist es noch und das nächste Feld noch. Und dann ist es eigentlich soweit auch durch. Dann sind wir eigentlich soweit fertig. Ja, Felder. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Hä? Hallo? Guten Tag, der Krüger kann hier. Oh, du bist immer so leise, ja. Was gibt's denn? Was? Ich bin nicht leise. Ah, jetzt. Das bist du. Mensch. Eieiei. So, was ist jetzt? Ja, ich bin auf dem Feld unterwegs. Sag mal, hast du was zu tun? Jein. Na ja oder nein? Ich rufe dich gleich nochmal zurück. Die Frau Schuster will irgendwas von mir. Ach so, ja, okay. Genau. Ja, gut, alles klar. Bis gleich. Genau, bis gleich. Ciao. Jo, ciao. So. Wir müssen heute aber auch. Also, wenn ich von heute spreche im Stream, ne, ihr Lieben, ihr wisst ja. Ja, Felder, guten Tag. Hartmann, schönen guten Tag. Moin. Ja, Herr Felder? Ja. Möchten Sie, dass der Herr Fröhlich schlechte Laune bekommt? Wieso denn? Meine Produktionen laufen nicht. Wenn ich Langeweile habe, muss ich jemanden ärgern gehen. Und das wird der Herr Fröhlich sein, den ich ärgern gehe. Und dann wissen Sie ja, was. Wenn der schlechte Laune hat, wird der ärgern gehen. Sie wissen aber schon, dass es 7.23 Uhr ist, ne? Das weiß ich schon. Aber die Bestellung habe ich Ihnen letzte Woche gegeben. Was haben Sie mir letzte Woche gegeben? Die Bestellungen. Da haben Sie gesagt, ich soll Ihnen die per E-Mail schicken. Ja. Ja, und jetzt weiter? Ja, Problem, meine Produktionen liegen halt still. Ich kann nichts produzieren. Ja, ich komme unten auch zurzeit nicht auf'm, oder an meine Saatgutproduktion ran, weil da irgendwie Baustelle ist und da gibt's Probleme. Also ich hab. Was hat das mit dem Diesel zu tun? Ach so, der Diesel noch. Ja, ne, das mache ich heute im Laufe des Tages mit. Das mache ich heute im Laufe des Tages, aber ich muss natürlich einmal ein bisschen auf meine Felder, sonst gibt es bald gar kein Diesel mehr, sonst ist dort auch bald Ebbe. Ja, aber ich... 1000 Diesel. Ich bin aber auf 3 Wochen. Was? Ich habe Ihnen vor 3 Wochen oder 4 Wochen gesagt, wo ich den Hub übernommen habe, dass ich jede Woche eine Menge Diesel...
Naja, genau deswegen, genau deswegen muss ich ja jetzt gerade meine Felder bewirtschaften, ne? Sonst wird es mit dem Diesel nichts mehr. Das ist ganz schlecht. Schaffen Sie sich doch einen Helfer an. Welchen Helfer? Ja, ich hatte ja schon mehrere Helfer, aber die werden mir ja immer weggenommen. Ja, kann ich leider nichts dafür. Nö, nee, ich auch nicht. Hat Ihre Freundin nicht Zeit, die Saatgut hin und her fahren kann? Na, die hat selber... Ja gut, die kann ich anrufen, aber die hat ja selber zu tun. Hat selber einen Hof. Ja, die kriegt gleich noch mehr Arbeit. So ist nicht. Na, sehen Sie. Ich mach das heute mit. Ja. Gehen wir schon hin. Also aufgeschrieben habe ich es mir auf alle Fälle. Und eingeplant habe ich es heute in meinen Tagesablauf auch. Wie viel Saatgut können Sie denn in der Woche produzieren? Ich kann... Warten Sie, ich guck mal rein. Oh, was ist denn jetzt? Geht ja gar nicht mehr. Ich habe... Wo haben wir sie denn? Saatgut, hier. Wir haben es Zyklen. 7200 pro Monat. 7200 Liter pro Monat. Wie viel brauchen Sie denn immer eigentlich? So in der Woche? In der Woche zwischen 140... Circa 140.000 Liter. Mhm. Okay. Da kommen wir auf alle Fälle 3 Wochen hin. Dann kann ich wieder nachproduzieren. Ich ernte gerade. Ja, das kriegen wir schon hin. Wissen Sie, ob Ihre Freundin sich die Latex hat? Sie haben gesagt, die Latexproduktion. Die mache ich. Also und die Frau Schuster macht die Kondomfabrik. Ja, genau. Haben Sie denn die Latexproduktion schon gekauft? Ich war jetzt ein paar Tage nicht da, aber die ist, ich sag mal, die ist jetzt mir versprochen, da werde ich heute die Unterlagen mit unterschreiben und dann ist die ab heute meine. Oh, okay, weil ich 2 Millionen Kautschuk schon hätte für Sie. Oh, ja, okay. Okay. Ja, da können wir ins Geschäft kommen, das ist gar nicht schlecht. Was kostet denn Kautschuk? Kleinen Moment, muss ich nachlesen. Ich finde ihn gerade nicht. Da ist. Jetzt habe ich. Ja, so zwischen 400 und 450. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, sobald die läuft, komme ich auf sie zu. Also wenn ich das jetzt weiß, ist das ja schon mal perfekt. Ja, das hört sich gut an. Na? Genau, Diesel sollte noch vor Mittag werden. Das wäre sehr gut. Ich denke mal so, rechnen Sie mal auf um 8 rum, ich denke so in der Drehe. Ja, das ist gut. Und Saatgut halt später. Saatgut muss ich wirklich mal mit Frau Schuster quatschen. Weil ich komme da gerade nicht drauf. Okay, ja, dann machen Sie das. Aber wäre nett, wenn Sie mir da einfach schreiben würden. Ja, das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Okay, machen dann wünsche ich erstmal noch einen schönen Tag und hoffen. Und denken Sie dran, wenn Sie den Herrn Fröhlich sehen, immer schön von mir grüßen. Habe ich letztens schon gemacht, Herr Hartmann. Ja, hat er mir erzählt. Da fand er nicht lustig. Deswegen immer schön grüßen. ich habe mir sogar einen Blumenstrauß in Ihrem Namen überreicht. Oh, das ist aber sehr nett. Und wissen Sie, was Sie noch machen können? Nee. Sie müssen immer, wenn der Herr Fröhlich was sagt und nicht bitte sagt, müssen Sie sagen Sie einfach bitte, dann mache ich das. Das ist, ja gut, okay, kann ich mir vorstellen, dass es da bestimmt nicht so toll wird. Also ich glaube, dass dieses Wort bitte hört er nicht gerne. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Geil. Kriegen wir hin, auf alle Fälle. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag, ich gehe mal weiter telefonieren. Du Mamos, ne, bis dahin. So, meine Lieben. Jetzt funktioniert's. Ich habe nämlich hier, ihr müsst wissen, das OBS hat sich irgendwie geupdatet. Das ist irgendwie alles ein bisschen anders geworden. So, was ich natürlich aber sagen will. Ich muss jetzt mal, ihr lieben YouTuberinos, ich muss jetzt mal vielen, 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 vielen Dank sagen. Seit letzter Woche schaut ihr vermehrt die Videos an. Lasst Däumchen da, lasst Watchtime da und. Ich freue mich sehr darüber. Vielen, vielen Dank. Auch natürlich für diese ganzen Abonnenten. Ey, ihr habt jetzt in der letzten Zeit so viele Abonnenten rausgeknallt auf YouTube.
Es ist einfach der Hammer. Vielen, vielen Dank. So macht es natürlich noch viel mehr Spaß. Hat es natürlich vorher auch schon gemacht, aber so macht es noch mehr Spaß. Ich kann mich einfach nur mehrmals bedanken. Ich würde es euch so gerne zurückgeben und irgendwann gebe ich euch das auch alles mal zurück. Ich bin absolut stolz auf euch. Vielen, vielen Dank. So, na gut, dann gucken wir mal. Ach, seht ihr, ich muss die Laura anrufen. Und ich muss die... Warte, ich rufe mal ganz schnell die Laura an. Schuster. Laura, Erik hier, grüß dich. Hier, sag mal, hast du Zeit? Also beziehungsweise hast du was zu tun gerade oder in der nächsten halben Stunde? Warum? Ich komme irgendwie nicht runter zu meinem Saatgutlager. Und ich habe eine Bestellung, ob du die mir mal fahren könntest. Wie viel denn? Und zwar, das ist ein bisschen kompliziert, also 150.000 Liter. Das schlüsselt sich aber auf. In 70.000 Liter, Warte mal, ich will mal kurz rechts ran. So. Also es geht zum Herrn Hartmann, ne? 70.000 Liter. 70.000 Liter in die Gewächshäuser. Die sind, wenn du auf die Karte guckst, die sind ganz oben rechts. Über Feld 41. Mhm. Ja. Und dann will der noch 80.000 Liter ins Hofsilo. Ich würde aber erstmal die 70.000 Liter bevorzugen, dass der erstmal weiter kann. Der hat mich jetzt gerade schon wieder angerufen. Was ist der jetzt nicht richtig? Hä? Wäre oder damit zufrieden, wenn ich 75... Ach nee, das geht ja nicht, ne? Das hat bestimmt eine Füllmenge in den Gewächshäusern. Ja. Na, vollständig, ja. Vor allem, Achtung, Feststellbremse lösen kommt bei mir hier. Ich hab sie gar nicht an. Oh, was ist denn nicht jetzt richtig? Mein Gott, Walter, heute läuft aber gar nichts rund. Oh, das LU ist verkauft. Ach, was krass. Ja, steht gerade im Alter, Dings. Warum kann ich denn mit dem scheiß Drescher jetzt nicht fahren, Leute? Oh, das regt mich auf. Wirklich. Ständig irgendwelche scheiß neuen Mods draufladen und dann geht alles wieder nicht. Das regt mich auf hier. Der Ö. Dreck. Oh. Jetzt mit Öl? Eben nicht. Dann lasse ich den Dreck jetzt hier stehen und dann können sie mich alle am Arsch lecken. Wirklich mal. Also mal ganz ehrlich jetzt. Ist ja satt. Also Gewächshäuser, ja. Die zwei vorne würde ich machen, weil ich muss bei mir am Hof. Nichts passiert dort. Nee? Nee, ich muss dort was machen. Also, die zwei vorne kann ich machen. Was musst du machen? Na, alles oben. Weil du sagst, nichts passiert. Ja, ich habe angesehen und es nicht gewalzt. Ja, gut. Dann habe ich ja das LO übertragen und die haben es aber nicht geschafft irgendwie. Ja, gut, da können die jetzt auch nicht dafür. Ja. Gut, okay. Das wäre schön, wenn du das machen könntest. Also, na, die zwei vorne und dann muss ich erstmal zu mir an den Hof hoch. Also mir würde die 70.000 eben reichen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel du reinkriegst bei dir.
37,5. Ach so, dann sind es zwei Foren, ja. Das sind zwei Foren, ja. Ja, ja. Deswegen. Ja, knallt es mal rein. Das wär cool. Das würde mich freuen. Ja, die zwei mache ich und dann können wir ja nochmal telefonieren, wie weit ich dann oben bin. Ja, so machen wir es. Na? Gut, alles klar. Ich danke dir. Jo. Ciao. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Jo. Was schon alles. Ja, war ein schöner Abend gestern. Ja, das stimmt. Na. Na gut, okay, dann Ja, die Arbeit, die nervt gerade hier. Ja. Ja, ich muss jetzt nochmal in dem Drescher gucken, ansonsten bleibt das Ding stehen und dann, ja, mache ich hier Feierabend. Nochmal der Feller rufen. Ring! Laura, mach's gut, ne? Ich hab noch einen anderen, ja. anderes Gespräch auf dem Dings, ne? Jo, mach mal. Jo, dann bis später, ciao. Bis später, ciao. So, ja. Servus. Moin. Der Waldemar hier. Jo, grüß dich. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass wir das LU gerade eben verkauft haben. LU ist nicht mehr in meiner Hand. Okay. Okay. Das haben wir eine australische Firma verkauft, die sich hier einarbeiten möchte. Ja. Und ja. Wir bleiben erstmal auf dem Hof. Der Maschinenpark bleibt bestehen, kann bei uns auch gemietet werden. Das gehört zu meinem Zeug. Die haben ja einfach nur das LU gekauft und nicht die Fahrzeuge. Wie genau das jetzt weiterlaufen soll, weiß ich nicht. Nun, deine Raps und das ganze Zeug, das ist auch noch deins, oder was? Das ist alles meins. Es geht einfach nur um das LU selbst, ne? Sag mal, kann das sein, dass ihr die Lieferung nicht ganz geschafft habt in der Dieselfabrik? Welche Lieferung? Die Rapslieferung in der Dieselfabrik. Letzte Woche? Oder hattet ihr die? Geschafft? Ohne Momento, ich schau nach. Das ist alles. Ich bin mir nämlich fast sicher, dass du die nicht geliefert hast. Die 150.000 waren drin. Sie waren drin. Wann hast du die geliefert? Weil ich habe abends nochmal reingeguckt an dem Tag, wo ich es bestellt hatte, und da war noch nichts drin. Es hatte an nichts produziert. Schau mal kurz. Letzte Woche. Zucker wart ihr nicht. Sag mal, warum kommt denn bei deinem Drescher, ich hab den ja noch oben, immer Feststellbremse lösen? Wenn ich sie löse, dann passiert nichts. Ich weiß nicht, normal auf Öl müssen sie die lösen. Nee, geht nichts, ja. Geht gar nichts. Ich weiß nicht. Kommt immer fest, bitte Feststellbremse lösen. Die ganze Zeit. Okay, ich weiß nicht. Ich hab von Ihnen keine Bestellung hier. Haben wir telefonisch gemacht. Ja, ist das ja nicht, kann natürlich ist untergegangen ja, sein. Das kann natürlich sein. Wie viele Liter waren das? Warte mal. Ich glaube, alles, warte, was ich weiß, dass wir 150.000 Liter haben wir geliefert. Das weiß ich. Warte, sag ich dir gleich. Ja, 150.000 könnte man. Und die waren geliefert. Die sind raus. Hat aber nichts produziert. Oh. Das gleiche ist meine nächste Frage zu Ihrer Rechnung, die Sie mir geschickt haben. Die anderen habe ich schon bezahlt, bis auf eine. Nee, die 300.000 kannst du noch nicht bezahlen, weil ich das nicht reingekriegt habe. Ah, okay. Müsste aber jetzt wieder funktionieren. Ja. Normal müsste es wieder funktionieren. Ich habe 50.000 hatte ich, glaube ich, drinne. Also es fehlen noch, du wolltest haben, warte mal. Du wolltest 170.000 Liter für der BGA. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ja, genau. Und ich habe eine Fuhre habe ich gemacht. Das sind ja 50.000 Liter. Ja. Eine habe ich gemacht. Ich bin gerade bei der BGA. Ich gehe mal schnell schauen. Eine hatte ich gemacht. Ich habe mir das hier. Ja, genau. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. 50.000 Liter. Dann bin ich rangefahren. Ne? Und dann musste ja immer hier im LKW die Taste I drücken und das ging nicht. Da ging nichts rein. Genauso wie ich jetzt mit dem Dings hier nicht fahren kann. Wo steht denn der, auf welchem Feld? Der steht auf Feld, warte, sag ich dir. Ja. Genau. Moment. Bin kurz in der Nähe. Jo, Moment, ich schau mal kurz. Feld 10, Feld 10. Du warst wohl gerade in der Nähe, oder was? Ja, ja. Ja, wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir schauen, was hier los ist. So, sollte gehen. Jetzt geht's.
Ja, einfach mal die Handbremse losmachen. Habe ich gemacht. Habe ich auch gemacht. Ich habe also auf meine Taste Ö gedrückt. Ging nix. Ö wie Öl. Ja, ja, genau. Ja, kann, daran kann es halt liegen, ist ja keins drin. Das kann schon haben. So. Nur, damit wir wissen, also bis Mittwoch sind wir noch da. Ab Mittwoch ist eine andere Firma, die ist aus Australien. Mhm. Das geht nur per E-Mail und dann wird das auch so peu à peu. Alles werden die nicht schaffen. Ja. Ich weiß nicht, warum die es aufkaufen, aber das Angebot war gut. Das habe ich angenommen. Und ja. Ja, müssen wir halt schauen. Okay. Weil wir persönlich kommen nicht mehr hinterher, weil wir mehr Landhandel betreiben mittlerweile, wie alles andere. Ja, ist klar. Ja, ja, ist klar. Ja. Ja, gut, dann weiß ich Bescheid. Schade, aber ja. Na, vielleicht finden wir ja noch einen Nachfolger irgendwann mal irgendwo, irgendwie. Mhm. Wie gesagt, kleine Aufträge mal so nebenbei können wir schon machen. Ja, klar, ja, logisch. Ja, ja, ja. Ja, aber da soll es sich dann haben. Nur, wir können es halt nicht termingerecht, so wie es von uns gewohnt sind. Das können wir nicht mehr halten. Ja, ist klar. Nee, kann ich verstehen, also Gottes Willen, ne? Ja, weil wir sind auch gewachsen und ja, Mitarbeiter sind rar. Oh ja, das stimmt. Ich habe auch keinen mehr. Ja, merken Sie was? Mir sind sie alle weggenommen worden immer wieder. Ja, ich bin mittlerweile auch wieder auf 2 anstatt 5. Ja, na. Und naja. Von daher. So ist das. Na gut, Waldemar, ich danke dir. Ne, dann mache ich erstmal hier weiter. Wenn Sie Frau Schuster oder was einfach mit, weil ich habe jetzt keine, ich habe es auch in der WhatsApp Farm geschrieben, ja. Einfach weitergeben die Info. Mach ich. Ne? Gut, alles klar. Alles klar, dann ich danke dir. Was. Ne? Jo, ciao, tschüss. So, meine Lieben, aber wir sind auch schon wieder raus für heute. War heute ein bisschen eine Aufregerfolge, muss ich sagen. Aber ich glaube, manchmal mögt ihr das sogar auch so ein bisschen. Ich fahre jetzt noch rüber aufs nächste Feld. Dann haben wir nur noch 2 zu machen. Und dann würde ich sagen, gucken wir vielleicht erstmal zum Diesel, dass wir da wenigstens ein bisschen anfangen. Wir müssen die Trauben noch machen, wir müssen die Felder neu bestellen. Es ist einfach der absolute Oberhammer, was wir hier noch alles machen müssen. Ich sehe gar nicht mehr durch, was wir noch alles zu machen haben. Um Gottes Willen. Naja gut, bis dahin. Wir sind erstmal raus. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Tschüss und ciao.